du musst uns eigentlich nur eine Zeile Code schicken über Web API und das war's. Mein Name ist Magdalena Hauser, ich bin Co-Founder und Co-CEO gemeinsam mit Wolfgang Lechner in unserer Firma. Unsere Firma ist eine Quantenarchitektur-Firma. Und das allein ist schon etwas ungewöhnlich im Quanten-Computing-Landscape, weil man üblicherweise zwischen Quanten-Hardware-Herstellern und Quanten-Software-Herstellern unterscheidet. Mein Name ist Wolfgang Lechner. Ich bin Co-Founder und Co-CEO von Parity QC gemeinsam mit der Magdalena Hauser. Ich bin auch gleichzeitig Professor an der Universität Innsbruck und die Entwicklungen, die wir da gemacht haben seit 2015, haben wir jetzt in unser Unternehmen gepackt. Und was wir machen ist, also diese Architektur, die wir haben in unserem Unternehmen, ist eine Art Bauplan, wie man einen Quantencomputer bauen kann, um Optimierungsprobleme zu lösen. Und für diesen Algorithmus haben wir einen Compiler geschrieben und daraus dann ein Betriebssystem gemacht, das Parity OS. Und in dieser Kombination gehen wir eben auf den Markt. Und alles, was wir gemacht haben, war es möglichst so einfach zu machen, dass es für den User dann auch wirklich nutzbar ist, weil es ist wirklich schwierig draußen, diese Software, die jetzt bereits für Quantencomputer existiert, zu nutzen. Also das war von Anfang an eigentlich unser Ziel, dass das so einfach wie möglich ist. Das heißt, es gibt nur mehr ein Betriebssystem, das all diese Quantencomputer eigentlich steuert. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, den wir sehen im Computing, dass man sowas wie ein globales Operating System hat. Und tatsächlich dieser Kern von dem ist eben unser Parity OS und das läuft auf A1 Digital. Tatsächlich ist es so, dass unser ganzes Parity OS in der Cloud läuft. Das heißt, unser ganzer Code sitzt in der Cloud. Und wie man vielleicht weiß auch, bieten alle großen Cloud-Hersteller auch einen Quantencomputer an. Und die sitzen alle in Amerika. Und da wollten wir darauf verzichten, Daten und vor allem das gesamte Betriebssystem in unserem Fall an Übersee oder Asien zu liefern. Das heißt, für uns war ein großes Kriterium bei der Suche nach der Cloud, wo wir unseren Code laufen lassen, baut der Cloud-Anbieter selber einen Quantencomputer und wo sitzen die Daten und wo sitzt unser Code? Und da war tatsächlich Exascale oder A1 Digital die einzige Lösung, die für uns in Frage gekommen ist. Also unsere Zusammenarbeit mit der A1 Digital hat über Exascale stattgefunden und das war eben fast schon wie zwei Startups, die miteinander wechselwirken. Einfach weil Exascale innerhalb von A1 Digital fast wie ein Startup agieren kann. Weil sie auch die flexibelste Lösung anbietet. Also all die Vorteile, die wir auf der AWS Cloud hätten, haben wir auch bei Exascale. Es ist flexibel, je nach Benutzung. Und es ist skalierbar, was für uns auch sehr wichtig ist. Und es ist schnell skalierbar. Und deswegen haben wir uns für A1 Digital und Exascale entschieden.